Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Soziopath von Hollywood Hank in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Soziopath von Hollywood Hank, das Ganze 2024 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Hollywood Hank, ursprünglich 2006 erschienen. Es gab dann diverse Neuauflagen, Re-Releases und eines davon ist jetzt diese hier, 2024 erschienen, exklusiv bei Vinyl Digital und auf 1000 Stück limitiert. Ja, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. So, jetzt schauen wir mal, wo am besten hier zu öffnen. Wir haben hier kein Gatefold, da ist es dann immer leicht, aber wir werden einfach hier mal oben probieren, an der Schweißnaht zu arbeiten. Ja, ich denke, das funktioniert ganz gut. So, dann können wir hier aufziehen. So. Genau. Also, das ist die Vinyl, kommt hier in so einem Gold. Dann haben wir hier das Originalcover, also hier dieses Foto mit Hank und diesem Schaf. Darunter der Schriftzug Soziopath und die Fingerabdrücke. Dann haben wir den Verbrauchhinweis, Raps Records, Achtung, kranke Texte. Und hier lesen wir dann noch Hardcore Entertainment Presents, Hollywoods Finest, Ted Bundy. Genau. Auf der Rückseite haben wir dann einerseits Fotos und dann haben wir die gesamte Tracklist, 23 Stück. Zahlreiche Features sind mit dabei, nämlich Disziplin, Riggs, Porter One, Rigbo, Don John, JAW, Kitty Coffin, JAW, Persteasy, Crusoe, JAW und Dima. So, dann lesen wir hier noch bezüglich, ja, seines Todes. In Memory of the Greatest Hollywood Hank. Eine unerreichbare Legende, die eine Szene veränderte und Deutschrap nachhaltig geprägt hat. 16. September 1985 in Berlin, 3. Dezember 2023. So, dann haben wir hier noch Infos Barcode. Dann schauen wir rein. Obwohl wir hier nur eine einfache Vinylhülle haben, haben wir hier eben eine Doppelvinyl. Das ist auf jeden Fall erfreulich, aber ja, bei der Anzahl der Tracks war das wohl auch ein Muss. Die Vinyls kommen hier in schwarzer Papierhülle mit Folienbeschichtung. Und dann haben wir hier einmal die A-Seite, die Vinyl wie auch das Cover hier in Gold gehalten. Schwarz-weiß hier innen. Dann hier das Zentrum auch wieder schwarz-weiß mit diesem Dia, diesem Polaroid-Foto. Und dann haben wir hier die B-Seite. Packen wir zurück und kommen zu Vinyl Nummer 2. Auch die natürlich schwarze Folienbeschichtung hier, also schwarze Hülle mit Folienbeschichtung. Und dann haben wir hier die goldene Vinyl. Das ist die C-Seite. Und hier dann die D-Seite. Jawohl. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal und zweimal die eben gezeigte Doppelvinyl hier mit den insgesamt 23 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Soziopath von Hollywood Hank. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hollywood Hank und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.